Ja. Ne? Aber leite direkt über zum Buddy-Programm. Davon habt ihr erzählt, dass da kriegt man schon gleich irgendwie Kontakte. Genau, als wir dann die Zusage von der Universität bekommen haben, haben wir auch direkt einen Buddy zugewiesen bekommen. Also schon, als ihr noch hier wart? Als wir noch hier waren. Circa 4 Wochen, hätte ich jetzt gesagt. Der hat sich vorgestellt, war super lieb, etwas jünger als wir. Allgemein sind die Studenten dort eher ein bisschen jünger. Kommt natürlich auch darauf an, wann mir ins Auslandssemester geht. Also wir waren ja jetzt im 6., im 7., ja, in unserem Jahr, genau. Und genau. Aber prinzipiell steht euch der Buddy einfach zu Fragen zur Verfügung über die Stadt, über die organisatorischen Sachen in der Uni. Unsere hat uns zum Beispiel, wir haben gesagt, welche Kurse wir belegen wollen, und er hat uns einen Stundenplan zusammengestellt. Also es war super, super hilfreich. Wir waren auch mit ihm unterwegs, er hat uns ein bisschen die Stadt gezeigt, nutzt auch das, hat uns sehr, sehr viel gebracht. Und ja, allgemein kann man sagen, das ist top organisiert vor Ort. Also das mit dem Buddy ist Gold wert. Der sagt euch von Anfang an, hey, passt auf, die Fächer sind gut, die könnt ihr belegen, von dem würde ich vielleicht eher die Finger lassen. Nee, von dem her top organisiert. Und vielleicht noch ein Thema zur Wohnungssuche. Das ist also eine riesen Studentenstadt. Da sind so viele Studenten vor Ort. Das heißt, da gibt es so viel Wechsel hin und her von den Wohnungen, dass immer irgendwo was frei ist. Und wie der Jonas auch gesagt hat vorhin, guckt es euch vor Ort an, ist am besten, wie wenn man blind was bucht. Aber Vorbereitung über Idealista ist dann natürlich auch möglich.